good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skill Gaming TV ist wieder und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Upgrade to the Best BPL Team. Im Hintergrund seht ihr schon das neue Team. Wir haben jetzt auch ein Silberspieler bekommen. Wir haben einen neuen Torwart bekommen. Rechter Innenverteidiger, rechter Verteidiger ZMRF Stürmer. Und unser linker Flügel sind neue Spieler. Unser linker Flügel oder linker Mittelfeldspieler von Aston Villa ist jetzt endlich Silber. Also in der zweiten Folge schon den ersten Silberspieler, hätte ich nicht gedacht. Aber ist auch ziemlich gut. Im Sturm haben wir einen von Liverpool. Der kam, glaube ich, von Bayer Leverkusen aus der Jugend. Ein Deutscher. Und jetzt haben wir auch schon unseren ersten Gegner für diese Episode gefunden. Wir machen wieder nur ein Spiel. Ich denke mal so dritte, vierte. Also ich denke mal nächste oder übernächste Folge kommen dann mal zwei Spiele. Hier seht ihr das Team des heutigen Gegners, hat 3 Goldspieler, 1 Silberspieler, 49 Chemie, 64 Bewertung. Ich musste echt lange warten, bis ich einen Gegner gefunden habe. Und jetzt springen wir auch einfach mal rein in die Partie. Wir haben Heimrecht, wir spielen in unserem Stadion. Die erste Szene in der 7. Spielminute haben wir. Unser Gegner verliert den Ball gegen Smith. Unser ZM geht am Torwart vorbei, haut den Ball aber gegen den Pfosten, der muss eigentlich rein. Aber da haben wir Pech gehabt. 14. Spielminute, Burke, unser Innenverteidiger mit einem schönen Ball auf Jesi. Der ist durch, aber wird klar von den Beinen gehauen. War, glaube ich, noch außerhalb des 16ers, aber das muss rot geben. Letzter Mann wäre durch gewesen und der Schiedsrichter zeigt auch die rote Karte. Ich bin gespannt, ob wir einen Elfmeter oder einen Freistoß kriegen. Ich denke mal, das war ein Freistoß, sonst würde diese Aktion vom Schiri kommen, dass er auf den Punkt zeigt. Ja. Ja, keine Ahnung, aber es gibt einen Freistoß, wie gesagt von mir, wir führen den aus mit Bakker und der ZOM, macht den rein, er läuft an, jetzt läuft er an, schießt und was ein Tor, genau ins Eck, keine Chance für den Keeper von ihm, 1:0 in der 18. Spielminute, hier nochmal eine Wiederholung zu sehen, die Mauer springt schon viel zu früh los. Und der Keeper von ihm kann nur hinterher gucken, hier kann man das nochmal besser sehen. Genau über die Mauer rüber und dann passt er ganz genau unter die Latte. 1:0 für uns, 27. Spielminute, Smith auf Andrade, der ist frei durch, bringt die Flanke nach innen. Dos Yeezy mit einem wunderschönen Kopfball, hätte ein Goldspieler nicht besser hinbekommen. Unser Stürmer netzt ein mit einem Kopfballtor zum 2:0. Die Vorlage kam von Andrade, unser rechter Mittelfeldspieler, Eckball. In der 32. Spielminute führen wir kurz aus auf Burke, unser Innenverteidiger, bringt die Flanke nach innen und da rutscht auf einmal unser linker Flügel rein, Jack Grealish, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Unser Silberspieler macht das 3:0. Halbzeit, die Statistiken sprechen für sich, wir haben mehr Schüsse und deutlich mehr Ballbesitz. Springen wir rein in die zweite Hälfte, hier obern den Ball über Bakker, der spielt auf Jesi, der macht eine Schusswende, geht am Gegner vorbei und netzt ein zum 4:0 in der 57. Spielminute für uns. Das Ding ist durch, würde ich jetzt mal sagen. Und nach diesem 4:0 hat der Gegner nicht mehr gespielt und hat dann in der 60. Minute die Verbindung abgebrochen. Somit gewinnen wir mit 4:0. Mal sehen, was die Spielerbewertungen sagen. Jesi ist der bestbewertete Spieler mit 9,3, hat auch 2 Tore gemacht. Bin gespannt. Ich glaube, dann hat noch unser linker Mittelfeldspieler ein Tor gemacht und unser ZOM, genau. Unser ZOM Bakker hat ja ein wunderschönes Freistoßtor gemacht. Torvorlagen an Andrade, Bakker und sogar unser Innenverteidiger Burke. Der hat da, glaube ich, eine Bewertung von 9,2 oder 9,1. 9,2, genau so war es. 620 Münzen kriegen wir auch noch, die nimmt man auch gerne mit. Wie ihr im Statistiken sehen, wir haben mehr Schüsse und deutlich mehr Ballbesitz gehabt. Und hier seht ihr auch schon die Neuzugänge von der heutigen Episode. Neuen Rechtsverteidiger Kane. Ich muss jetzt einmal kurz schnell meinen Zettel holen, den habe ich ganz vergessen. Kane ist für Obeng reingekommen, weil er eine Bewertung von 7,5 hatte. Und 7,5 bedeutet Upgrade bei den Verteidigern. Unser linker Innenverteidiger wurde geupgradet, weil er eine Bewertung über 7,5 hatte und eine Vorlage gemacht hat. Blackett von Manchester United. Für 200 Münzen ist er jetzt in der linken Innenverteidigung. Und dann haben wir noch einen neuen ZDM oder ZM, der ist für Smith reingekommen.
Den habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, das war so, weil wir ja pro Sieg 3 Pluspunkte bekommen. Deswegen haben wir den geupgradet. Genauso war es. ZOM ist für Bakker Mason von Tottenham reingekommen, weil Bakker ja ein Tor und eine Vorlage gemacht hat. Ist jetzt Mason drin. Der ist eigentlich teurer, habe ich aber für 200 Münzen noch schnell bekommen, geboten. Der ist eigentlich 1000 Münzen wert oder so. Rechter Flügel, rechter Mittelfeldspieler ist jetzt von Southampton. Isgrove oder so von Wales da. 81 Tempo ist gut. Andrade hat uns verlassen, weil er ja eine Vorlage geleistet hat. Stürmer ist jetzt auch ein Silberspieler, nämlich Marvin Emnis. Sehr starke Werte für einen Silberspieler. 84 Tempo von Swansea City, weil Jesse ja zwei Tore gemacht hat. Und dann noch unser neuer linker Flügel ist Ibe von Liverpool. 84 Tempo, genauso wie unser Stürmer, weil ja Grealish, also unser alter linker Flügel, der einzige Silberspieler davor, ja ein Tor gemacht hat. Und ja, dann war es von dieser heutigen Episode von der zweiten Upgrade to the Best BBL Team. Ich würde mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und haut rein. Bis zur nächsten Folge und ciao. I'm so in love.